Okay, sorry. Willkommen zu einem neuen Part Mario Kart 8. Part 11, im letzten Part gab es das Community-Rennen. Und ja, ihr seht schon, die anderen haben viel mehr Punkte als ich. Ich habe keine Ahnung, wie es gelaufen ist, weil ich im Voraus aufnehme. Und ja, würde sagen, wir fahren jetzt ein bisschen MK8 online. Oh mein Gott, die Strecke bin ich Jahre nicht mehr gefahren. reden wir erstmal über meine Let's Plays. Im vorletzten Part habe ich ja ein paar kleine Projekte angekündigt und jetzt kündige ich wieder ein paar größere Projekte an. Nach den kleinen Projekten geht's weiter mit Super Mario The Lost Brain. Habe ich angekündigt, wird auch kommen, ein paar Monaten. Dauert aber noch ein bisschen, weil ich ja die anderen Projekte noch nicht beendet habe. Und danach kommen viele Wii U-Spiele auf euch zu. Vielleicht auch DS oder 3DS, aber erstmal viel Wii U, weil ich mit der Capture Card richtig viel Bock habe aufzunehmen, weil es unglaublich viel Spaß macht, Wii U-Spiele in HD aufzunehmen. Oder dieses Golden Sun habe ich mir mal angeguckt, ist richtig geil. Nochmal im eShop. Fire Emblem auch. Also ich will mich noch entscheiden zwischen Fire Emblem und Golden Sun oder Golden Sun Lost Age. Weil es epische RPGs sind. Das steht sogar unter dem eShop, unser epische RPGs. Fire Emblem auch. Und ja, ich suche mir dann da was aus. Hab mir meinen Trailer von Golden Sun angeguckt. Richtig geil für den Game Boy Advance. Fire Emblem, glaube ich auch für Game Boy Advance war es. Und ja, dann würde ich sagen, mal gucken. Oh mein Gott, Kugelwilli. Falls es euch aufgefallen ist, es gab immer so ein Echo. Ein Echo immer halt. Im Hintergrund, und zwar von mir. Oder auch manchmal vom Spielzone. Das lag daran. Das war ein ganz billiger Fehler. Muss gerade ein bisschen darüber lachen. Also ich hoffe gerade, dass es nicht so ist. Und zwar war es halt so. Es gibt ja eine Vorschau bei der Capture Card. Und bei der Vorschau war es so. Die Lautstärke von der Vorschau war immer an. Und dann habe ich dieses kleine Feld gesehen, wo man das ausmachen kann. Und dann hat man halt meinen Ton im Echo und in der Vorschau halt nicht mehr gehört. Oder eher gesagt in der Verzögerung. Weil wer die Capture Card hat, weiß, dass Bild und Ton immer etwas verzögert sind. Und zwar im genau gleichen Maße, dass es wieder synchron ist. Was mache ich denn da? Ich habe drei rote. Ja, und vermasseln den ersten Platz. Kommt davon, Rick. Kommt davon. Okay. Ja, null, okay. Ja, und dadurch kam es halt zustande, dass man immer manchmal ein Echo vom Spielton, manchmal ein Echo von mir gehört hat. Das wird nicht mehr der Fall sein. Ich habe das jetzt endlich behoben. Meine Güte. Hat aber lange gedauert. Und ja. Bei den Wii U-Projekten wird auf jeden Fall dabei sein Mario Kart 8. Ist klar. Smash habe ich ja schon angekündigt. Und jetzt kommt's. New Super Luigi U möchte ich let's playen. Ist ein kurzes Spiel. Ein kurzes, aber schweres Jump'n'Run. Ist der DLC zu New Super Mario Bros. U. Mal gucken, ob ich das let's play. Ich glaube eher nicht. Weil ich es auch nicht habe. Und auch nicht vorhabe, mir es zu kaufen. Und ja. Dann let's play ich den DLC dazu. Also, es ist wirklich ein DLC, aber es ist ein ganzes Spiel. Es wird auch als ganzes Spiel verkauft. Es heißt auch nicht New Super Luigi Bros. U, sondern New Super Luigi U. Also auf dem Cover ist halt dieses Brothers durchgestrichen. Oh, Sonnenflughafen. Strecke ist geil, aber früher war das so, dass die immer ausgewählt wurde. Und zwar immer. Und hat sie mich richtig abgefuckt.
Aber ich finde, sie hier erinnert sehr schön an Super Mario Sunshine. Und deshalb mag ich sie irgendwie jetzt wieder mehr. Und diese Grafik. Oh mein Gott, ich habe Mario Kart 8 so lange nicht mehr gespielt. Vor allem diese Strecke hier. Ich habe das Gefühl, der DLC-Fieber ist jetzt ein bisschen gesunken, weil es wurden immer DLC-Strecken ausgewählt. Immer. Und jetzt werden mal endlich wieder alle 40 Strecken ausgewählt. Nicht immer nur die DLC-Strecken. Aber das heißt ja nicht, dass die DLC-Strecken schlecht sind. Im Gegenteil. Manche sind auf jeden Fall viel besser als die normalen. Aber nur manche. Aber die sind ja halt nicht schwer, das ist das Doofe. Ja, besser designt und so. Oh mein Gott. Ja, toll. Okay. Ja, come on, Tai Tai. Was war das denn? 10. Toll. Richtig toll. Vorletzter. Okay, Marie, dich überhole ich jetzt aber. Nicht in den grünen Panzer reinfahren. Nicht in den grünen Panzer reinfahren, okay. Ja, oh nice, der Kugelwilli nimmt sogar die Abkürzung. Das wusste ich gar nicht, aber wirklich, wirklich cool. Cool. Cool, 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 cool. Hui. Sturzflug. So, wieder 5. Ist gut. Aber 2. möchte ich hier noch werden. Am Ende. Pilz kriege ich nicht, weil ich dumm bin. Okay. Okay. Ah, mein Gott, das war schlecht. Kein Item mitgenommen. Ist für mich auch typisch in der letzten Runde. Vor allem, wenn ich es nötig habe, ein Item zu kriegen. Dann sowieso. Dann sowieso. Dann kriege ich es nie. Okay, jetzt aber. Nice. Und dann kriege ich wirklich ein gutes auch noch. Ah, nice. Okay. Okay, gut, der Starre hat mich nicht gekriegt. Oh, boah, okay. Nice. Ich habe gesagt, ich möchte noch 2. werden. Wird, glaube ich, nichts, aber 3. wird noch was. Okay, nach dem Fehler nicht mehr, nach dem Fehler nicht mehr. Ja, 5. Oder? Ja. Was? Oh. Nee, nee, tschüss. Tschüss, okay, plus 5, ich bleib doch hier. Aber die Gruppe ist auch recht stark. Wie immer eigentlich, wie immer. Ja, aber ein paar wählen halt immer noch die DLC-Strecken, aber nicht mehr so viele. Ich wette vor 2-3 Monaten hätten jetzt alle hier die Yoshi-Strecke gewählt. Wo? Okay. Zufällig und Hyrule Piste. Ja, die sind alle viel besser als ich, das ist klar. Oh, mein Gott. Boah, Hyrule Piste bin ich aber auch Ewigkeit nicht mehr gefahren. Generell das Spiel. Ey, wer ist denn das da rechts neben der Lakito? Ja, wer bist du denn? Ich kenne mich in Zelda leider nicht so gut aus. Aber auf jeden Fall werden auch Zelda-LPs kommen. Aber erstmal ist nichts geplant, kann ich euch jetzt schon sagen. Also es war mal Majora's Mask 3D geplant. Also ich glaube, das wird auch dann das erste Zelda-LP auf meinem Kanal sein. Majora's Mask 3D, nicht abgefilmt natürlich. Nicht abgefilmt. Warum drücke ich denn kein A? Bin ich behindert? Ich habe den A-Knopf nicht gedrückt. Oh, kann ich die Abkürzung nehmen? Kann ich... Ja, nice. Okay. Ja, kriege ich ihn noch? Nee. Haben ihn leider nicht mehr bekommen. Wow, wow, wow. Keiner trifft mich hier, okay? Und... Oh, ich dachte, ich war selbst rein, okay. Oh mein Gott. Oh, ich sehe nichts. Blooper ist ja besser geworden, meiner Meinung nach. Als in den anderen Mario Karts. Hier ist er deutlich besser geworden. Oh mein Gott. Ach komm, ihr habt es gesehen. Ich bin extra nach rechts gefahren.
Ah, Betrug. Oh, nice. Okay. Ah, ich hätte einen Stern früher einsetzen müssen. Ich hätte einen später. Ja, ich schaff's nicht mehr. Der hat eine Hupe, der Mensch. Aber ich bin da noch irgendwie vorbeigekommen. Leider ohne ein Item. Das heißt, ich habe keinen Schutz. Oh mein Gott. Endlich mal wieder die 1 da oben stehen zu haben. In MK8. Fühlt sich gut an. Okay. Oh, ja. Toll. Ja, toll. Panzer weg. Toll. Alter. Meine Güte. Ja, genau. Okay. Ich behalte den Pilz. Ich bin schlau. Ah, ja, ich dachte, die schließt sich wieder, meine Güte. Die hat sich auch kurz wieder geschlossen. Ah, mein Gott. Ja, hierfür. Toll. Hat sich auch voll gelohnt, ne? Der ist genauso behindert wie ich. Komm, Sechster. Yes, bin noch Sechster geworden. Irgendwie habe ich es auch vollbracht. Plus 8. Ja, für den Sechsten plus 8 ist voll okay. Leider habe ich nicht mehr Infos, aber... Hauptsache Gameplay, Hauptsache Spaß. Und ich kann jetzt endlich mit der Capture Card auch auf Twitch streamen. Das heißt, wenn ich jetzt auf diesen grünen Punkt da beim Capture Card Menü drücken würde, würde ich automatisch direkt auf Twitch streamen. Das heißt, ich würde jetzt auch Livestreams geben, wo ich vielleicht mal MK8 online streame. Und dabei vielleicht sogar aufnehme. Das könnte der Fall sein. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Okay. Oh. Ich wollte gar nichts schreiben. Wir sind 11 Leute. Nice. Bitte nicht die Shy Guy Strecke. Die mag ich irgendwie nicht. Okay. Mein Kater sitzt neben mir. Und der macht hier echt komische Grimassen gerade. Der denkt sich, was habe ich hier aufgebaut? Was mache ich gerade? Bin ich behindert? Ne? Das denkst du dir bestimmt. Hat sie in Form 100 Abels... Abo. Ja, Abel. Genau. Ein 100 Abel-Special zu zeigen. Nee, Spaß. Ein 100 Abo-Special zu zeigen. Mein Kater. Hör ich mal vor. Vielleicht mache ich es, vielleicht mache ich es nicht. Kommt drauf an, ob ich Bock habe. Kommt drauf an, ob er Bock hat. Ich habe ja keine Ahnung, wie er auf die Kamera reagiert. Er ist dann bestimmt voll neugierig. Entweder schnuppert er da dran oder wird sie kratzen, was weiß ich. Was er macht. Also, er hat es mal so gemacht. Ich habe mal Mario Party 9 gespielt. Und dann saß er halt vorm Fernseher und dann hat er halt diese Mario-Figur. Also, Mario hat er halt hüpfen sehen. Und dann ist er gegen den Fernseher gesprungen, weil er diese scheiß Mario fangen wollte. Mein Gott, also der ist echt neugierig. Der guckt sich jetzt auch gerade mein Capture Card Dingen an. Also halt das Bild. Ja, und jetzt geht er weg. Ja, okay, der dreht sich einfach nur um. Ist aber auch ein fauler Sack. Okay, Zweiter mit einer Hupe. Ist gut. Könnte besser sein. Erster mit einer Hupe wäre geil. Aber ich glaube schon, dass ich die Maria oder wie auch immer die jetzt hieß, einholen werde. Ich hätte eine. Ja, Maria. Maria. Spaß. Die hat auch eine Hupe. Oh mein Gott. Okay. Also wenn die eine Hupe hat, dann lohnt es sich nicht auf dem... Warum hat die denn jetzt die jetzt abgeworfen? Dann kann ich ja bei dem Item... Ja, mache ich jetzt auch. Auf einen roten Panzer hoffen. Ja. Ja, komm. Verdammt, die schafft's noch. Oh mein Gott, ja. Die schafft's noch, ey. Oder? Na, schade. Alter.
Das war am Ende noch knapp. Plus 22. Oha. Oha. Die sind auch, guck mal, guckt euch an, wie viele Punkte die alle haben. Okay. Okay, in letzter Zeit haben wir immer so viel, so volle Räume. Auch in dem K7 war es der Fall, also oft. Finde ich gut, wirklich, finde ich gut. Lena, Ausrufezeichen. Die heißt nicht Lena, sondern Lena. Geil. Warum auch immer man Ausrufezeichen wirklich im Namen hat. Also jetzt wirklich. Das wäre ein bisschen heftig. Oder im Nachnamen irgendwie ein Ausrufezeichen. Dann klingelst du bei irgendjemanden und dann hast du da ein Ausrufezeichen. Also ich hatte es mal. Nee, die Story erzähle ich nicht. Das ist ein bisschen zu fies jetzt. Das. Und dann müsste ich auch Namen nennen. Also. Ja, irgendwie schon. Also. Weiß ich, ich erzähl's, ich hab's ja wirklich erlebt, dass jemand ein Fragezeichen in seinem Namen hatte. Also Vorname, hinter dem Vornamen Fragezeichen und dann Nachname. Ich weiß nicht, warum man so einen Namen hat. Oh mein Gott. Das habe ich wirklich erlebt einmal. Und das war eine Erfahrung, wo man nicht denken könnte, die Welt ist nicht mehr zu retten. Oh Gott, egal. Einfach hier zocken. Ist auch, glaube ich, die letzte Strecke jetzt für den Part. Und dann auch so eine finale Strecke. Ist die Musik nicht aus Double Dash? Fällt mir erst jetzt auf. Oder? Ist doch Double Dash, oder? Ja, das fällt mir erst jetzt auf. Nach einem Jahr. Ich habe das Spiel seit einem Jahr und erst jetzt fällt mir auf, dass die Musik so der Rhythmus halt aus Double Dash ist. Ich bin Fünfter, Sechster, Acht. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott. Ja, jetzt kommt der. What the fuck? Alter! Ach so, wir sind erst bei 18:30. Ne, daneben, dann fahren wir noch eine Strecke. Macht gerade so viel Bock zu zocken. Bock zu zocken. Oh Gott. Heftig, heftig, heftig. Ach ja. Was ich noch sagen wollte ist, ich glaube, das habe ich in Happy Wheels erzählt. Ne, ich glaube, ich habe in Happy Wheels gesagt, diese Story möchte ich in MK8 erzählen. Habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Doch habe ich im 9. Part, doch. Ich bin doch noch dazu gekommen, es war dann Samstag, dann habe ich den 9. Part noch aufgenommen. Stimmt, das, die Geschichte, wo ich, 10 Stunden lang nichts essen konnte. Habe ich erzählt. Guck dich einfach den letzten Part an. Da habe ich, glaube ich, so in der Mitte erzählt. Joa. Also Mario Kart 8 Online ist auch wirklich eins, mein meistgegucktes Projekt, glaube ich. Also es hat am meisten Aufrufe, am meisten Likes, am wenigsten Dislikes. Ja, läuft. Es ist spiegelverkehrt, die Strecke. Ja, nee, ist sie nicht. Nee, das habe ich mir gerade irgendwie vorgestellt. Oh mein Gott. Okay, so. Okay.
What the? Der Igel hat aber gerade einen Ton gemacht. Alter, hat einen Ton gemacht. Okay. Nein. Ah, ich habe den Drift doch noch vollbracht. Warum zum Teufel bin ich runtergefallen, verdammt. Vorletzter. Ach du Scheiße, das muss dringend besser werden. Okay. Okay. Okay, 9. Nur nach der Flugpassage. Ist schon mal schon motivierend, dass ich es wieder hinkriegen könnte. Aua, aua, aua. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh, das war jetzt wirklich. Das war ein bisschen Luck, muss man jetzt auch wirklich sagen. Das ist ein bisschen Luck, war. Jetzt bin ich schneller als die da vorne, weil die doch alle klein sind. Okay, jetzt werden sie wieder groß. Aber trotzdem, das war nice. Hupe. Irgendwie krieg ich die so oft die Hupe letzter Zeit. Okay, zweimal. Aber ansonsten krieg ich sie irgendwie nie. Ja, den Yoshi auch noch mitgenommen. Nice. Okay. Den Bowser vielleicht sprengen. Wäre aber. Oh, beinahe hätte ich mich selbst gesprengt. Ja, und dann fahre ich natürlich hier. Die schlimmste Kurve, das habe ich schon gesagt, das mich extrem an Österreich erinnert. Guck mal da, die Shy Guys fahren Ski. Ah? Der eine macht keine Pizza. Nicht Spaß. Oh ja, Skifahren. Das war auch ein Erlebnis, Alter. Ah. Okay. Oh mein Gott. Ja, okay. Oh mein Gott. Ich hätte doch Fünfter werden können. Egal, plus 10, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Part von MK8 Online. Tschüss.